wunderschöne Landschaft hier vor meinem Garten, vor meinem Feld, Weizenfeld. Und somit sage ich herzlich willkommen zur nächsten Weizenfeld-Folge. Folge. Ja, weiter geht's, Leute. Da schaut's einmal schon schön aus. Ja, da kommen, ja, es wird auf jeden Fall noch so, da kommen auf jeden Fall noch Wege hin und Bibabo. Das wird auf jeden Fall cool, da kommt der komplette Strand hin, da kommt ein kleines Strandhäuschen und keine Ahnung was. Also es wird noch sehr, sehr, sehr viel Arbeit auf mich zukommen. Die mache ich gerne mit euch, ihr lieben Leute von heute. Ja, ich muss auf jeden Fall da jetzt noch einmal die Bäume fällen. Ich brauche nämlich Holz, Holz. Normalerweise bräuchte ich ja eigentlich auch ein Fichtenholz. Möchte ich auch gern haben, aber ich möchte mich jetzt nicht irgendwie auf den Weg machen. In dieser Session sowieso nicht mehr. Vielleicht in der nächsten Session, dass ich mich mal auf den Weg mache, um neues Tetorium zu erkunden. Vielleicht finde ich auch ein Dörfchen und so weiter, wäre ja mal toll. Außer Frage steht dann natürlich, wenn ich ein Dörfchen finde, wem ich es widme, das weiß ich schon. Und da lasse ich auch gleich herzliche Grüße da. Meine Mutti, Pussy, hab dich lieb, wirklich Wahnsinn, dass du meine Videos so toll schaust. Finde ich richtig cool. Auf jeden Fall wird es noch sehr interessant in der Zukunft. Also wenn man bedenkt, wenn man jetzt die erste Folge anschaut, werden wir sowieso noch nicht viel sehen, weil da renne ich ja noch herum und suche meine Bleibe. Und da, wenn man dann die nächsten Folgen dann drauf anschaut, die allerersten quasi, wie das ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht. Also es ist schon 1001, Leute. Also es ist Wahnsinn. Der Unterschied ist wirklich gravierend. Nein, es ist nicht gravierend. Er ist nur sehr groß, der Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Da haben wir so viele Bäume, Leute. Und ich könnte immer Bäume anpflanzen, kein Problem. Was mich momentan ein bisschen stört, ist, dass ich kein Fichtensetzling habe. Ich meine, ich müsste, glaube ich, einen Fichtensetzling haben, aber ich kriege keine Fichten raus bei einem Fichtensetzling. Somit muss ich mich irgendwann nochmal auf den Weg machen. Hallo? Ja. Und mir schauen, ob vielleicht irgendwo Fichtenbäume zu finden sind. Das ist quasi auch mein Vorhaben. Aber das werde ich in dieser Session nicht mehr machen. Denn das ist jetzt leider Gottes die letzte Folge in dieser Session, Leute. Die allerletzte Folge in dieser Session. Aber das ist eh wurscht, weil ihr seht mich ja trotzdem eigentlich übermorgen wieder in der nächsten Folge. Nur das ist halt dann die nächste Session, ne? Weil ich produziere immer eigentlich fleißig nach. Das mag ich auch bei meinen anderen Projekten. Und so soll es auch weiter bleiben. Also wie gesagt, an Dezember wurde leider Gottes abgesetzt von mir. Da habe ich überhaupt keinen Bock mehr auf das Game. Weil es permanent immer nur dasselbe ist. Ja, es ist leider so. So, Kuh, irgendwie störst du mich da, weil ich brauche Leder. Und wenn ich Kühe unterwegs finde, weil ich ja schon eine Kuhfarm habe, gehören die Kühe mir und die Leder sofort mir. Das wäre ja toll. Ja, aber so eine Wanderung wäre ja mir wirklich einmal nicht schlecht, Leute. Wenn ich jetzt ehrlich bin, ich bin ehrlich, natürlich. Und ja, also ich freue mich schon trotzdem weiter in der nächsten Session vielleicht, dass ich wirklich... Servus, Dankeschön. Dass ich wirklich weiter mein Landhaus baue, Leute. Das wäre so richtig mega. Ja, ich sammle hier alles ein. Ich bin lootsüchtig, Leute. Tut mir leid, ich muss das machen. Ich bin lootsüchtig. Und ein Lootsüchtiger, den darf man nicht stoppen. Und wer mich stoppt, der kriegt eine in den... Nein, Spaß. Ich bin ein Spaßmacher. Was? So, dann haben wir da noch einige Setzlinge. Das muss. Das ist jetzt, ja, wie gesagt, die letzte Folge der Session. Ja, weil ich möchte nachher noch ein Video schneiden und keine Ahnung was. Aber ich möchte mich dann zurücklehnen, mal den Tag genießen. Waren ja doch, ich glaube, ich weiß nicht genau, aber ich glaube 7 Folgen in der Session müssten es gewesen sein. Das ist toll und ich freue mich jedes Mal, wenn ich da die Session weitermachen darf. Die letzte Session war ja eigentlich eh vor 3 Wochen oder waren es sogar schon 4 Wochen. Das könnte sein. Ich glaube 3 Wochen müssten es jetzt sein. Bin mir nicht mehr ganz sicher.
Also auf jeden Fall eh einige Zeit schon her. Nö, länger. Das müssten 4 Wochen her sein schon, mindestens. Oder länger, weiß ich nicht, keine Ahnung. 4, vielleicht 5 Wochen. Als ich die letzte Session machte, bis zur 29. Folge und ab der 30. Folge ist diese Session halt gewesen. Bis jetzt. Ja. Und wir kommen schon, müssten jetzt demnächst ja auf die 40er Folge zukommen. Da müssten wir noch gar nicht sein, nö. Aber demnächst müssten wir auf die 40er Folge zukommen. Ja. Und die wird dann in der nächsten Session auf jeden Fall gesprengt, die nächste Jubiläumsfolge. Ja, ich mache nämlich so quasi ja. Also ich kündige es nicht so extrem an und so. Und ich singe halt nur Jubiläum, Jubiläum, oh, oh und so weiter. Wenn eine Jubiläumsfolge ist. Ja, das mache ich in 10er Schritten. Ne? Ja, und die große, riesen Jubiläumsfolge, da möchte ich mir aber noch wirklich was einfallen lassen. Vielleicht schneide ich da wirklich, ich muss essen. Vielleicht schneide ich da wirklich gewisse Folgen zusammen. Nehmen wir den Apfel hier runter, dass der auch einmal gegessen wird. Vielleicht schneide ich da gewisse Folgen zusammen in der 100er Folge und mache quasi ein Special draus. Ich weiß es nicht, das ist aber viel Arbeit, Leute. So, ja, ich umgehe hier die Birken. Aber ich möchte die Birken auch fällen, weil die schauen nicht so toll aus. Was ich auf jeden Fall will, ist endlich einmal mein Lagerhaus ein bisschen herrichten weiter und einräumen. Werde ich in dieser Session aber auch nicht mehr machen, nachdem das ja jetzt die letzte Folge ist. Werde ich es einmal jetzt gemütlicher ausklingen lassen, ist so. Und wie es bei mir so ist, du müsstest mich schon kennen, nimm dir einen Kaffee, nimm dir einen Keks oder ich habe keine Ahnung was, setz dich gemütlich hin und genieße meine Folgen, denn genau da, genau wenn du das machst, bist du richtig bei mir, denn ihr wisst ja mittlerweile, dass es ja nicht wirklich spannend ist, das Ganze, und ich muss jetzt tatsächlich eine neue Axt machen. Der Tobi kommt schon? Nö, das kann nicht sein. Ich habe keinen Stein mit. Ja, dann muss ich diese Axt machen. Ah, muss ich meine... Mache ich mir gleich 3. Nö, der Tobi kann noch gar nicht kommen, Leute. Weil er von der Schule nach Hause... Warte, ist das schon auf? Ja. Weil er von der Schule nach Hause kommt. Aber jetzt schon, warte mal kurz. 13:04. Nö, eigentlich noch gar nicht. Oh ja, es kann sein, dass er jetzt gleich läutet. Der muss ich halt schneiden. Ich weiß nicht, weil normalerweise hat der ja Also war jetzt nicht ganz sicher, ob er um 11.45 Uhr aus hat oder um 12.45 Uhr. Aber jetzt ist es gerade 13.05 Uhr. Also kann sein, dass er jetzt dann kommt oder dass er doch um 14.30 Uhr aus hat. Da weiß es ja selber meistens nicht, obwohl er im Stundenplan das so und so und so steht. Ne? Aber das weicht dann ab und dann hat er auf einmal die Stunde nicht, weil es ausfällt. Weiß man alles nicht. So, jetzt habe ich mal ordentlich Holz. Jetzt habe ich mal ordentlich Holz, Leute. Ich marschiere, ich renne hier. Zweimal Leder. Gibt es da irgendwo eine Kuh vielleicht für mich? Ich will jetzt nicht Kühe schauen. Ich will nicht Kühe schauen. Ich will nur Kühe schlachten, Leute. Nö. Habe ich da überhaupt... Ah, das sind die ganzen Steine, genau. Da haben wir auch Steine. Das sind die normalen Steine. Und normalerweise könnte ich mit den Steinen jetzt die umwandeln, so wie ich sie haben will. Genau. Gemeißelte Steinziegel. Die will ich haben. Und ich will die aber auch haben. Ja. Die gebe ich momentan da rein. Die brauche ich momentan ja gar nicht. So. Ja, ja. Geht's hier mit? Kommt's mit einmal ein bisschen, ihr zwei Hundis. Kommt's mit. Es ist schon wieder dunkel. Nein, kommt's nicht mit. Es wird geschlafen. Mein Energietrink. Ich liebe ihn einfach. So.
Ja, somit habe ich einmal Holz. Und das werde ich jetzt auch gleich nutzen. Oh mein Gott, ich hoffe, dass... Das ist nicht genug Holz, Leute. Somit werde ich da einmal ein paar Streben machen. Ja, das reicht ja. Das passt ja, oder? Oder kann ich das quasi da oben wegtun, damit... Da müsste ich jetzt einmal schauen, ob ich das da wegtun kann. Wartet mal ganz kurz. Ich muss da wirklich schauen. Dieses Setzling brauche ich da nicht. Sollte ich normalerweise weg... Ja, genau. Und da mich dann raufbauen hier. Genau. Und sollte ich normalerweise... Ja, genau. So mache ich es. Überall. Genau, schaut ja mal. Das schaut ja nicht schlecht aus, Leute. Na bitte. Ich bin zufrieden. Aber es in jeder Ecke sollte das nicht sein, sondern nur hier. Aber das schaut auch cool aus. Aber trotzdem, das muss weg. Genau, das muss weg. So, somit hier. Zack, zack. Und dann oben, das mache ich jetzt in jeder Ecke, Leute. Ist mir egal. Ja, in jeder Ecke kommt das jetzt hin. Zack, fertig. Super. Zack. Und jetzt draußen alles. Sag mal, warum habe ich die Erde... Ich verstehe es nicht. Nein. Nein. Bulle, marschier. Achso, die habe euch ja mitgenommen. Ja, ich habe euch mitgenommen, tut mir leid. Es ist einfach so, ich möchte nicht zu alleine sein. Genau, hier genau, das geht dann weg. Und dann kommt das hier hin. Und da ebenfalls weg. Ja, wird ja schon langsam was, oder? Basta Schutter mit Butter. Kommt's runter. Hundi. Entschuldigung. Habe ich dich erwischt? Tut mir leid. Bist du mir eh nicht böse? Nö. Hallo Hundi. Max und Moritz sind bei mir. So, und jetzt, ihr Lieben, kommt das mal, was ich hier mache. Denn jetzt nehme ich mir mal ordentlich Kisten, Leute. Zack. Wow, da habe ich viel Holz. Ich darf nicht zu viel Holz auf einmal vergeuden hier. Einmal hier so. Ich brauche auf jeden Fall eine... Ich habe eh meine Mitnehmwerkbank. So. Alles, was geht. 5 Kisten. So, machen wir das Lagerhaus hier. Dann kommt hier das, dann kommt zack, 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 passt auf, ihr Hunde. Zack, zack. Wartet mal ganz kurz, wenn ich das hier hingebe. Ja, das geht trotzdem auf, Leute. Gut, das ist aber sehr gut. Ich werde schon wieder finster, nö. Weitere Kisten machen. 8 Kisten. Zack. Und dann da oben. Zack, zack. Dann haben wir da zack, zack. Das geht aber eh alles auf, oder? Ja. Mein Lagerhaus, das ist cool. So soll es sein, Leute. Wartet mal kurz. Das passt nicht. Kann ich das aufmachen? Nö, genau, das kann ich nicht aufmachen. Das kann ich aber aufmachen. Doch, kann ich eh aufmachen jetzt. Also es hat gerade gepackt, weil ich wahrscheinlich oben noch eins hingesetzt habe. So.
Dann zwei Truhen noch hierhin. Zack. Aber wartet mal kurz. Kann man das nicht ein bisschen... hier. Nö, kann man voll nicht. Man kann das nur hier machen, okay. Ja. Und dann machen wir... Hier... Geh weg, der Hund. Weg da, sonst macht's Platz, ja? Und hier noch. Okay, da kommen zwei. Aber ist wurscht, es ist nicht so tragisch. Es wird auf jeden Fall sehr viel Material hier unterkommen, Leute. So. Wie schaut's aus mit der Aufnahme? Ja, ist schon wieder fast vorbei, ich glaub's ja nicht. Ich glaub, mein Schweinsteiger pfeift. Nein, das war falsch. Zack. 8 Stück Kisten. Zack, zack. Und da oben kommt dann wieder... Zack, zack. Ja, das geht alles super auf. Zack, zack. Ja, da ja, ein Abschnitt mehr. Ja, gut, okay. Dann werde ich aber das gleiche hier auch machen. Genau. Zack, zack. Ja, es muss auf jeden Fall was passieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das gebe ich nämlich da dazu. Dann habe ich 8 Kisten direkt, weil ich möchte nicht alles auf einmal jetzt machen. Ihr kennt's mich. Ihr kennt's mich. Zack. Zack. So, dann ist Abstand. Genau. Zack, zack. Und dann haben wir zack, zack. So, und da haben wir dann... Genau, das können wir aber dann weggeben hier. Seid leise, ihr Hunde. Ah, da oben ist. Denke mal, wo ist der Klotz hin? So, momentan reicht's einmal. Könnte ich ja weitermachen, aber ich muss Schilder auch bauen. Schilder, Schilder, eine Beschilderung, Beschilderung. Wo können wir die tun hin? Beschilderung, Leute. Stöcke habe ich eh eigentlich. Holz? Hä? Ist da keine Beschilderung? Habe ich die wieder mal übersehen, Leute? Rahmen. Ich kann nur zwei Rahmen machen, weil ich nur zwei Leder habe. Aber wartet... Oh, hoppala, wartet mal ganz kurz. Da haben wir Leuchtrahmen. Nö. Was brauche ich dafür? Wow, da brauche ich einen Leuchttintenbeutel. Nö. Was ist das da? Gemälde. Nö, nö. Aber jetzt probiere ich einmal, ob ich das... Ja, genau. So. Und hier kommt einmal nur Holz rein. Nö, nö. Nicht das Holz. So, ein Holz von dem. So. Genau. Das ist Holz. Die beiden sind Holz. Somit könnte ich das schon mit Holz auf jeden Fall einmal bestücken. Alles, was Holz ist. Gehen wir mal da rein, Leute. Ja, so ist das. Dann den nächsten Rahmen. Und da oben auch noch Holz. Ja, da muss ich mir da Holz rausnehmen, Leute. So. Da kommt einmal überall Holz rein. Holz kann ich immer eigentlich gebrauchen. Jo, aber dann ist die Folge auch vorbei, ihr Lieben. Haben wir auch wieder einiges geschafft. Lagerhaus ist so weit jetzt einmal ready, aber jetzt nicht komplett. Hier drinnen zumindest wird er schon eingerichtet und sortiert. Da draußen wird es noch weiter gemacht, denn ich möchte hier noch ein paar Streben haben, da so einen Balkon haben, wo oben auch noch was. Also es wird auf jeden Fall dann auch noch einen Zugang vom Lagerhaus hier rüber geben. Das auf jeden Fall, ja, so ist es. Servus Hundi, und ihr kommt jetzt mit mir mit, bitte. Kommt her, Hundis.
Kommt's. So, kommt's her da. Hallo. Oh, na, dann bleibst draußen. Ah, bleib da. Du setzt dich dahin und du setzt dich dahin. Danke, tschüss. Die Folge ist aus, Leute. Ich kann schlafen, es ist wieder dunkel. So, ihr Lieben, ich hoffe, die Hunde werden nicht von Zombies gefressen. Das wäre ganz blöd. Dann war es mit dieser Folge. Das war es mit dieser Session, ihr Lieben. Meine Hunde ist meine lieben Max und Moritz oder Fix und Foxy. Wie sollen sie heißen? Gebt sie meinen Namen. Ich würde sie sonst nennen Max und Moritz. Also, oder soll ich sie lieber nennen Fix und Foxy? Keine Ahnung. Ja, ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei dir, vor allem vor dem Bildschirm hier jetzt. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge übermorgen in einer neuen Session. Game over. Euer Bulli. Ciao.